Hallo liebe Leute, wir sind heute im Heidepark Soltau. Wir sind schon seit Tagen furchtbar aufgeregt. Jetzt sind wir hier. Meine Kinder fahren noch ein bisschen hier in dem schönen Nostalgie-Karussell mit Papa. Und gleich gehen wir los und gucken mal, was es in diesem Jahr so Neues gibt. Kommt ihr mit? Im Heidepark erwarten uns unterschiedliche Themenwelten mit unterschiedlichen Attraktionen für jedes Alter. Hier im Wilden Westen zum Beispiel gibt es ein Riesenrad, in dem sogar schon unser Baby mitfahren kann. Aber auch den wilden Indie-Blitz für Kinder ab 4. Unsere Jungs lieben auch die Piratenwelt. Auf Piratenschiffen können sie über den liebevoll ausgestalteten Wasserparcours fahren, zwischen Explosionen und Wasserfontänen. Und die an Land gebliebenen können sie herrlich nass spritzen. Bei der Piratenschiffschaukel ging es ordentlich hoch und runter. Ein Muss in unserer Familie ist auch die Wildwasserbahn. In einem Reifenboot könnt ihr durch den reißenden Fluss und vorbei an Wasserfällen fahren. Das finden unsere Kinder richtig aufregend. Für kleinere Kinder mag ich auch den Wüstenflitzer. Bevor es losgeht, machen die Kinder extra einen kleinen Führerschein mit einem Film. Danach dürfen sie ganz eigenständig auf dem großen Parcours und zu orientalischen Klängen in ihren kleinen Autos fahren. Und dann gibt es natürlich auch noch die Sachen, die viel zu wild für uns sind. Die Krake zum Beispiel, die Bobbahn oder die Loopingbahn. Neu in diesem Jahr im Heidepark ist die 5D Ghostbusters Geisterjagd. Ihr bekommt eine 3D-Brille, Laserpistolen und dann geht es los im Ecto 3 durch die Geisterwelt, wo ihr die Geister gemeinsam abschießen könnt. Ein sozusagen Wirklichkeit gewordenes Computerspiel, was unsere Jungs schwer beeindruckt hat. Freigegeben für Kinder ab 6. So ihr Lieben, das war unser Tag im Heidepark in Soltau. Hinter mir werden gerade die Türen abgeschlossen. Wir haben es bis zur letzten Minute ausgekostet. Es war richtig schön. Jetzt, wo das Adrenalin nachlässt, merke ich so langsam, dass ich auch ganz schön müde bin. Die Kinder sind es auch und werden hoffentlich gut schlafen. Sie haben allerdings auch beteuert, dass sie morgen gerne wiederkommen möchten, um Geister zu jagen bei Ghostbusters und um auf den kleinen Wüstenflitzern durch die Wüste zu flitzen. Schauen wir mal, es war auf jeden Fall ein toller Ausflug. Tschüss, bis bald.